ansprechbar. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, ich bin hier im Sonnenforstwald. Bitte beeilen Sie sich. Die Rettungskräfte eilen sofort zu dem Waldstück. Notarzt und Sanitäter können durch das unwegsame Gelände nur zu Fuß zu dem Verletzten vordringen. Das Team ist mit voller Ausrüstung vor Ort, denn es muss auf jedes erdenkliche Szenario vorbereitet sein. Hallo. Ich hab meinen Freund gesucht, weil er wollte vor 2 Stunden schon zurück sein. Mhm. Und er geht hier normalerweise kommen immer Sie wandern. Dann kommen wir schon mal zu mir hoch. Okay. Und dann können die Kollegen da Hallo. Schon mal schauen. Können Sie mich sehen? Und dann habe ich ihn hier aufgefunden. Jetzt noch mal ganz kurz. Sie waren hier im Wald. Ja. Und haben Ihren Freund hier so gefunden. Genau. Und wissen Sie, tut Ihnen irgendwas weh? Was hat Ihr Freund hier gemacht im Wald? Er hat gejoggt oder gewandert. Keine Ahnung, aber er läuft hier immer lang. Okay. Das ist seine Strecke. Okay. Kommen Sie, wir gehen gerade mal ein Stück rüber, dann können die Kollegen haben einen Platz zum Arbeiten. Da tut nichts weh. Ist das Ihre Tasche? Hier auch nicht. Hier. Ich ziehe Ihnen einmal eine Maske an, ja? Wo tut's weh? Wo tut's weh? Hier, an meinem Hinterkopf. Am Hinterkopf, aber hier im Thorax nichts. Nee, ich schmecke nichts. Okay. Keine Vorerkrankungen, nimmt keine Medikamente. Tut da irgendwas weh? Hat er so, ja, tut da irgendwas weh? Wo? Der Patient war in einem sehr kritischen Zustand. Er hatte mehrere Hämatome am Körper, Abschürfungen, er war stark eingetrübt und da ist dann für uns auch wirklich Eile geboten. Notarzt Dr. Richard Aulinger untersucht den verletzten jungen Mann genauer. Moritz Rockner hat zwar keine ersichtlichen Knochenbrüche, er weist aber weitere extreme Schürfwunden und sogar Brandblasen auf, die sich die Retter und auch dessen Freundin nicht erklären können. Schau mal. Ja, Wahnsinn, hier dann nimm das da. Besonders auffällig war hier auch, dass er abgerissene Fingernägel hatte und besonders viele Abschürfungen in den Handflächen. Es sah fast so aus, als wäre er buchstäblich durch den Dreck gezogen worden. Sie wissen nicht, was passiert ist. Kann es sein, dass Sie irgendwie auf einen Baum drauf geklettert sind und dann abgerutscht sind? Ich weiß es nicht mal. Okay. Mein Kopf tut so weh. Ja. Dann soll ich vielleicht die mehrere Prellungen nachfordern, dass wir hier... Wollte ich gerade sagen. Ja, ne? Also das ist mir hier alles ziemlich dubios. Ja. Wie kommt er hierher? Ich rufe einfach mal die Polizei nach. Da muss irgendwas im Busch sein. Verdacht auf schwere Körperverletzung. Sollen die dann mal sich auf die Suche machen? Alles klar. Okay, und bring bitte die Schaufeltrage mit. Alles klar. Danke. Gut. Wie die Polizei. Okay. Nicht erschrecken jetzt. Ne? Wir fordern jetzt einmal die Polizei nach, einfach nur, um zu schauen, was da passiert ist. Wir wissen ja gerade noch gar nichts. Ne? Es kann ja auch sein, dass da was passiert ist. Also eine Körperverletzung. Über die Leitstelle fordert Sanitäterin Jane Speicher Unterstützung durch die Polizei an. Fest steht, dass sich Moritz Rockner die Verletzungen nicht durch einen einfachen Sturz zugezogen haben kann. Mittlerweile ist der 25-Jährige bei vollem Bewusstsein und hat starke Schmerzen. Machst du mir bitte 10 Morphin, unverdünnt? Nee, kannst du auf 1 auf 10 verdünnen. Alles klar. Was ist denn passiert? Sie sind hier auf dem Wald gefunden worden. Wir wissen nicht, wie Sie hierher gekommen sind. Sie können sich auch an nichts erinnern. Nein. Sehen Sie, und das werden wir jetzt nachher gleich noch rausfinden. Jetzt geht es erstmal darum, dass Sie gut versorgt werden. So, jetzt gibt es was gegen die Schmerzen. Kann sein, dass sie gleich mal ein bisschen schwummerig wird. Aber das macht nichts. Dann decken wir sie da bin noch ich schuld. Zu. Okay, einmal Wärme erhalten. Das ist sehr schön. Du hast schon Temperatur gemessen. Wie? Genau, der war unterkühlt. 34,7. Ja, okay. Und dann bräuchten wir noch einmal die Nadel zu dem BZ. Ja. So, jetzt wird es gleich schon ein bisschen besser, ja? Die Retter überprüfen die Vitalwerte des Patienten und verbinden seine Wunden, damit diese nicht durch Keime verunreinigt werden. Helena Braun ist besorgt. Was ist ihrem Freund zugestoßen, dass er derart schlimme Verletzungen aufweist? Was hat er denn da am Kopf? Das ist eine Kopfplatzwunde. Ich weiß aber nicht, wo die herkommt. Ich kann mir auch die ganzen anderen Verletzungen nicht erklären. Ja, vielleicht sieht aus, als ob er mitgeschleift worden wäre, ja, oder irgendwie etwas. Und was mir überhaupt nicht erklären kann, sind die Verletzungen an den Händen. Als ob er da irgendwas in den Händen gehabt hätte. Vor allem die Nägel. Das ja. Ist total abgerissen. Ja, aufgeschürft,
Da scheinen irgendwelche Fasern noch dran zu sein. Die abgerissenen Fingernägel des Patienten und besonders die aufgeschürften Handflächen haben jetzt nicht auf typische Abwehrverletzungen hingewiesen. Es hat eher so den Anschein gemacht, als hätte er sich irgendwann irgendwo ran massiv festgehalten. Die Frage ist nur, woran? Per Funk erfahren die Rettungskräfte, dass die Polizei inzwischen eingetroffen ist. Eine Sanitäterin holt Polizeioberkommissarin Bella Hessler am Parkplatz ab, während ihr Kollege mögliche Zeugen in der näheren Umgebung befragt. Der hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung bekommen, hat demzufolge eine retrograde Amnesie. Das heißt, er weiß nicht mehr, was die letzten paar Minuten geschehen ist. Okay, und wer sind Sie? Ich bin seine Freundin, Helene Brauner. Brauner, und das ist Ihr Mann, Freund? Das ist mein Freund. Okay. Und jetzt hast du mir eben erzählt, irgendwie ihr habt den mit massiven... Ja, genau. Die Hände, die jetzt da gerade verbunden werden, die haben massive Schürfwunden mit irgendwelchen Fasern noch dran. Mhm. Die sehen Sie jetzt nicht, die sind nämlich unter Verband. Ja. Faserspuren heißt... Von einem Seil zum Beispiel. Okay. Mhm. Ja. Dazu hat er auch noch Kopfplatzwunde, die ist ebenfalls schon versorgt worden, beziehungsweise nur verbunden worden. Dann haben wir hier am Knie auch noch eine Schürfwunde. Hier. Die müssen wir noch verbinden. Und dazu noch ein paar Prellungen, hauptsächlich an den Armen hier und auf der rechten Seite auch noch. Also da war schon eine deutliche Gewalteinwirkung. Wir wissen nur noch nicht, von was. Also Auto kann es kaum gewesen sein. Da komme ich nicht mehr im Auto her. Eine Maschine haben wir nicht gesehen. Irgendwelche Spuren von anderen Leuten haben wir auch nicht gesehen. Das war nämlich unsere Vermutung, dass er vielleicht irgendjemanden bei irgendetwas überrascht hat, wo er sich nicht hätte überraschen lassen wollen. Das ist ja alles möglich. Auf jeden Fall, er kann sich an nichts mehr erinnern. Er war auf seinem üblichen Joggingweg. Ja, und plötzlich ist er hier wieder aufgewacht. Polizeioberkommissarin Bella Hessler hält es für möglich, dass der Verletzte woanders angefahren wurde und sich mit letzter Kraft in den Wald geschleppt hat. Vor Ort sind auf den ersten Blick keine Gegenstände zu sehen, die Moritz Rockners Wunden erklären. Hat er irgendwelche Feinde? Hat er irgendwelche Probleme? Hat er irgendwelche Schulden? Ist er drogenabhängig? Nein, also nichts, dass ich wüsste. Ich meine, klar. Kommen Sie da mal weg, dann können die Rettungskräfte nämlich arbeiten. Ich meine, er arbeitet beim Ordnungsamt und. Was macht er da? Ja, er verteilt Strafzettel und was man beim Ordnungsamt halt so macht. Also eine männliche Politesse. Genau, richtig. Ja. Und es kann natürlich möglich sein, dass er da mit so einem, mit irgendeinem LKW-Fahrer, war er da mal in einem Streit involviert. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er das damit was zu tun haben könnte. Also, wissen Sie den Namen von dem LKW-Fahrer zufällig? Nee, also den weiß ich nicht. Kennen Sie zufällig die Spedition, für die er gefahren hat oder so? Ich muss ja irgendwas haben. Doch, Maschbach hieß sie, glaube ich, ja. Die Spedition? Ja, und der Typ hieß, glaube ich, irgendwas mit Färber. Aber den Vornamen, den weiß ich nicht. Aber Färber, irgendwie... Arnold von 61, 81. Arnold hört. Pass auf, in unserem Einsatz versucht er mal, eine Spedition Maschbach hier bei unserem Bereich ausfindig zu machen, ob die einen Fahrer haben mit phonetisch Färber. Vorname kann ich dir nicht nennen. Und den Kollegen oben am Parkplatz kannst du sagen, dass die Person hier aufgefunden worden ist und der Hundeführer sich aber trotzdem noch bereithalten soll, weil ich nicht weiß, also ich kann ja im Moment zum Sachverhalt gar nichts sagen. Alles klar, ich gebe das so weiter. Jeder Mitarbeiter vom Ordnungsamt, der Strafzettel verteilt, der hat einen gefährlichen Job. Ich meine, da gibt es immer den einen oder anderen, der not amused ist mit diesen Maßnahmen und der dann sagt, alles klar, der muss büßen. Und hier stand natürlich der Verdacht nahe, dass dieser LKW-Fahrer, der Herr Färber, natürlich ihn auf dem Kerbholz hatte und den musste ich natürlich überprüfen. Die Polizeibeamtin sucht nach Hinweisen, die ihren Verdacht bekräftigen und macht dabei eine entscheidende Entdeckung. Auf dem Waldboden findet Bella Hessler eine rätselhafte Sandspur, die frisch zu sein scheint. Sand? Wie zum Geier kommt denn solcher Sand hier hin? Was ist das? Sand. Sand? Mit dieser Sandspur konnte ich überhaupt nichts anfangen. Der Sand passte überhaupt nicht in den Wald. Der war hell, der war sauber, die führte auch vom Patienten weg. Also ich konnte mir also überhaupt keinen Reim darauf machen. Die Polizeioberkommissarin erfährt von Sanitäterin Jane Speicher, dass der Verletzte Sand in den Haaren und an der Kleidung aufweist.
Damit ist klar, dass die Sandspur unweigerlich mit Moritz Rockner in Verbindung steht. Als sich die Retter weiter im Wald umsehen, machen sie eine wichtige Beobachtung. Ein Seil. Ja. Schau mal, hier ist Blut drin. Das ist auf jeden Fall Blut. Das nehmen wir aber mit. Aber ich hol das mal hier runter. Und hier ist das. Das ist auch Blut. Aber der Notarzt sagte doch gerade was von irgendwas von Faserspuren, ne? Guck mal hier. Sowas? Ja. Es deutet alles darauf hin, dass Moritz Rockner sich an dem Seil festgekrallt und so seine Verletzungen an den Händen erlitten hat. Doch warum? Wurde der junge Mitarbeiter des Ordnungsamtes tatsächlich durch den Wald geschleift? Und dann entdecken die Retter im Gebüsch einen Rucksack. Haben wir denn Pullover, Handy, eine Brotdose und ein Portemonnaie. Das ist ja wie 6 richtige mit Zusatzzahl. Frau Braune, kennen Sie diesen Mann? Nein, noch nie gesehen. Der Rucksack, den wir am Baum gefunden haben, das sah nicht so aus, als hätte ihn jemand hingegangen, sondern als wäre er vom Himmel gefallen. Und er stellte ja mich vor mehr Fragen, als mir eigentlich lieb war. Bella Hessler informiert die Leitstelle und veranlasst eine Personenabfrage eines gewissen Samuel Jacobs. Außerdem gibt die Polizistin ihrem Kollegen auf dem Parkplatz eine Personenbeschreibung und bittet ihn, nach dem Verdächtigen Ausschau zu halten. Der Mann auf dem Ausweis rückt ins Visier der Ermittlungen. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ventil oder was ist das? Soll ich mal? Guck mal, da liegt noch was. Das würde ja heißen, halt mal fest, halt mal fest, halt mal fest. Ja, hier auch. Muss ich jetzt schon Ersatzteilkenntnisse haben oder was ist halt hier? Aber das sieht doch alles irgendwie aus wie von einem Fahrzeug, oder? War doch ein Fahrzeug beteiligt? Wurde Moritz Rockner von einem Motorrad in den Wald geschleift? Seine Verletzungen würden zu dieser Theorie passen. Die Polizeioberkommissarin sichert die möglichen Beweismittel und geht noch tiefer in den Wald hinein. Hey, schau mal, da ist jemand. Wer sind Sie denn? Hallo. Mein Ballon ist da hinten abgestürzt. Ich habe an Luft, an Höhe verloren. Mein Fuß ist, glaube ich, umgeknickt. Ich konnte in letzter Sekunde rausspringen. Ja. Aber Moment mal, Sie sind doch der Vorname Samuel. Samuel ist mein Nachname vergessen. Das ist doch Ihr Rucksack, ne? Das ist mein Rucksack. Den habe ich noch, der ist noch rausgeflogen, habe ich rausgeschmissen. Und dann, das ging immer tiefer. Und ich habe gedacht, oh Gott, das überlebe ich nicht. Und dann war da ein Passant, der hat es hier gejoggt. Und dem habe ich dann das Seil zugeworfen und dann wurde er immer weiter geschliffen über den Boden. Und dann habe ich die abschneiden müssen, weil ich wollte ja nicht, dass er sich weiter verletzt. Sie meinen aber das Seil hier, ja? Das genau, das habe ich abgeschnitten, weil er ja dann über den Boden geschliffen ist. Ich wollte jetzt einfach gucken, ob der Mann noch lebt. Der hat mir das Leben gerettet. Also, wenn der nicht gewesen wäre. Samuel Jacobs macht sich Vorwürfe, denn er ahnt, dass ein Retter schwer verletzt sein muss. Der 40-Jährige ist Besitzer einer Eventagentur, die sich auf außergewöhnliche Ballonfahrten spezialisiert hat. Bei einem Testflug ist das Gasventil eines kürzlich restaurierten Ballons explodiert, sodass er schließlich abgestürzt ist. Bella Hessler inspiziert die Unfallstelle. Also nochmal zum Verständnis. Sie sind mit diesem Ballon gefahren. Der hat irgendwelche technischen Probleme gehabt und Sie haben versucht, runterzukommen. Haben Sie ihn gefunden, den Mann, oder? Ja, wir haben jemanden gefunden, aber im Moment weiß ich ja noch nicht, ob das der ist. Das müssten wir jetzt gleich mal zusammen gucken. Ja. Aber ich würde ganz gerne einmal kurz das für mich recherchieren. Also Sie sind mit dem Ballon gefahren, es gab irgendeinen technischen Defekt es oder eine technische... Es gab einen Knall und dann ist dieses Ventil quasi, wo Sie benutzen, um zu steigen, ist weggeflogen. Und dadurch bin ich immer tiefer gesunken. Ja. Und dann habe ich die Sandsäcke gehabt, habe die aufgeschlitzt und nach unten geschmissen, dass ich halt an Gewicht verliere. Ne? Das war der Sand. Aber wenn der Mann nicht gewesen wäre mit dem Seil und das Ganze gestoppt hätte, dann wäre ich nicht mehr hier. Also ich wollte nur wissen, ob es ihm gut geht. Und ja, ich das ist auch mein Rucksack. Ja, ich habe eben das gefunden.
Ja, genau, genau. Das ist das, das Ventil vom Brenner oben drauf. Und alles zu ihm. Genau. Und das? Das ist das Ventil vom Brenner. Ist er quasi oben drauf und das ist durch die Luft geflogen. Also war das alles wirklich nur ein tragischer Unfall? Ja. 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 Glücklicherweise. Ja, glücklicherweise. Noch mal aufatmen. Ja, dann müssen wir jetzt versuchen, ihn hier rauszuboxieren, ne? Ich würde mit ihm sowieso auch ganz gerne noch mal zum Rettungswagen, dass wir einfach noch mal auf ihren Fuß drauf schauen, ne? Ist irgendwie ein Band oder ich weiß nicht. Ja, stützen Sie sich ruhig weiter an mir ab. Danke. Der Ballonfahrer hat in dem Fall sehr großes Glück gehabt, denn bei einem Sturz oder Absprung aus solch einer großen Höhe könnte es zu viel massiveren Verletzungen kommen. In diesem Fall hatte er Gott sei Dank nur einen verstauchten Knöchel oder Bänderriss. Das wird dann im Krankenhaus genauer festgestellt. Ja, hallo, Sie haben mich doch gerettet. Hallo. Ohne Sie wäre ich gestorben. Ich bin mit dem Ballon abgestürzt und Sie haben das Seil gehalten. Ja, ich weiß von, wie gesagt, von nichts mehr. Na, aber wenn Sie das sagen... Ich bin froh, dass es Ihnen gut geht und... Ich hoffe, Sie werden wieder. Ja, danke schön, danke schön. Okay, wir müssen jetzt aber langsam wirklich ins Krankenhaus fahren. Wie lange wird sein Zustand noch so anhalten? Also es dauert jetzt sicher noch ein paar Stunden. Die Erinnerung wird in größten Teilen wieder kommen. An den Unfall selber wird er sich nicht mehr erinnern. Aber wir müssen jetzt wirklich los. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass er sich an nichts mehr erinnert. Auch nicht mehr an uns und an mich. An Sie wird er sich noch erinnern, nur an den Unfall selber nicht mehr. Okay. Alles andere ist okay, noch da. Okay, okay. Ich komme auf jeden Fall nach, ja? Okay, wir müssen jetzt aber. Okay. Junge Frau. Wir müssen los. Bitte. Ich komm nach Gefahren, ja? Wir haben hier überhaupt keine Straftat vorliegen. Also auch wenn es so vermuten ließ, ich sag mal, so wie der Patient ausgesehen hat, da hat man echt alles vermuten können. Er hat letztendlich versucht, mit eigener Kraft einen Ballon anzuhalten. Ja, und das ist ganz übel ausgegangen. Letztendlich hat der Mann einfach riesengroßes Glück gehabt, dass er gefunden worden ist. Er ist sogar von seiner Freundin gefunden worden. Und ja, ich kann nur hoffen, dass er beim nächsten Heißluftballon ihn nicht versucht anzuhalten. Moritz Rockner kann glücklicherweise nach ein paar Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Samuel Jacobs hat sich lediglich den Knöchel verstaucht. Er hat seinen Retter zu einer Ballonfahrt eingeladen, auf der er seiner Freundin Helena Braune einen Heiratsantrag gemacht hat.